liebe Leute, heute machen wir Germknödel oder auch Dampfnudeln. Viele kennen das Rezept ja, zum Beispiel vom Weihnachtsmarkt. Ja, und wenn ihr mal sehen wollt, wie ich meine Version zubereite, dann bleibt einfach mal dran. Wir starten folgendermaßen. Wir geben erst einmal 250 Gramm Mehl in eine Schüssel. Und ich nehme hier Typ 405. Dann geben wir noch 40 Gramm an Zucker dazu. Den einfach so reinrieseln lassen. Und dann geben wir noch Hefe dazu. Und zwar gebe ich an Hefe 20 Gramm, einen halben Würfel. Und dann fein da reinkrümmeln. Die Hefe ist so potent, ich mache das nicht so, dass ich die vorher erst ein bisschen Milch auflöse. Mit Zucker dazu geben, bis sie blubbelt. Das schafft ihr auch so. Haben wir das. Dann geben wir noch Milch dazu. Als nächstes nehme ich hier einmal etwas Milch. Ungefähr 120 Gramm. Ja, das ist ein bisschen mehr. 138, 140 Gramm. Ich werde ein bisschen was abgießen. Und dann werde ich hier noch 50 Gramm Butter reingeben. Und die werde ich schmelzen. Und dass es lauwarm ist. Dann geben wir das hier rein. Wenn es so heiß ist, geht die Hefe ja kaputt. Kennt ihr ja. Während die Milch jetzt einmal erwärmt, geben wir einfach Zucker dazu, ungefähr 2 Gramm. Und dann brauchen wir noch Eier. Und zwar sage ich euch ja immer, wenn ihr Eigelb braucht, so wie ich brauche nämlich ein Eigelb, trennt die Eier direkt in einen Eisbehälter, also einen Eiswürfelbehälter, weil ihr könnt ihr dann separat auftauen. Ihr seht ja hier, habe ich jetzt gemacht, oder das Eigelb kommt einfach dazu. Das friere ich wieder ein. Ihr seht ja, wie schön das hier gefroren ist. So, dann geht jetzt hier die Butter, ihr seht es hier, einfach dahin zurück. Da war noch ein kleines Klümpchen drin, aber das ist nicht schlimm. Und dann können wir das einfach alles schon mal zu einem schönen glatten Teig verarbeiten. Ihr seht hier den Teig, einen schönen glänzenden glatten Teig. Den lasse ich jetzt einmal eine Stunde ungefähr gehen. Und Germknödeln. Jetzt haben wir hier den Teig und ihr seht, wie wunderbar das aufgegangen ist. So soll es sein. Man riecht ja schon die Hefe, wie die arbeitet. So, jetzt noch einmal kurz durchkneten, das machen wir auf der Arbeitsfläche. Und dann können wir schon anfangen, das zu befüllen. Und ich gehe hin, natürlich etwas Mehl auf die Arbeitsfläche geben. Nicht allzu viel. Den Teig einmal rausholen, der ist richtig, richtig schön fluffig. Keine Panik, wenn ihr jetzt ein bisschen Mehl, ein bisschen Luft rausdrückt. So, eine Teigform mache ich eher wie bei meinen Brötchenrezepten, habt ihr schon mal bestimmt gesehen. Wenn nicht, unbedingt nachholen. Mit einem Messer bewaffnen und den Teig einmal in 4 gleich große Stücke teilen. Schon mal ein bisschen Wasser aufkochen, damit wir das gleich alles schön dämpfen können. Aber jetzt zeige ich erstmal den Schritt des Befüllens. Jetzt gehen wir hin, drücken das ein bisschen flach, formen uns einmal Ballen, drücken das dann gleich nochmal flach. So, jetzt haben wir unsere Ballen. Flach drücken. Ungefähr, dass sie 1,5 cm dick sind. Und dann nehmen wir uns einen kleinen Löffel. Und dann gehen wir hin und nehmen uns etwas, in meinem Fall, Heidelbeer- bzw. Blaubeerkonfitüre. Und legen die in die Mitte. Klassischerweise ist es ja mit Pflaumenmus. Mache ich aber jetzt nicht. Und jetzt schlagen wir es alles ein, sodass wir eine Füllung in der Mitte bekommen. Und dann alles nochmal weiter einschlagen. Alle Ecken. Ihr seht, hier geht es wieder ein bisschen aufgegangen. Das wollen wir nicht. Deswegen weiter einschlagen. Und dann auch wieder schöne Ballenform. Jetzt habe ich hier meine 4 Bällchen fertig. Und ihr seht ja den Glanz. Also sind sie recht feucht. Und zur Sicherheit gebe ich die untere Seite nochmal auf etwas Mehl. Es hat seinen Grund. Ich lasse sie jetzt einmal 15 Minuten hier gehen und ein Handtuch drüber legen und dann sehen wir uns gleich wieder. 15 Minuten später, man sieht natürlich deutlich, wie die Dinge aufgegangen sind hier. Und jetzt habe ich einen Topf, da ist noch kein Wasser drin. Ich habe Wasser aufgekocht und da gebe ich etwas rein am Boden. Deckel schon mal drauf, geben wir schon mal auf den Herd. Und dann habe ich jetzt hier einen Gareinsatz. Ich lege meine Germknödel darauf. Das Wasser kocht noch. Was machen wir jetzt? Jetzt geben wir einmal unsere Knödel hier rein. Deckel drauf. Herd runterdrehen. Ungefähr auf die Hälfte der Stufe. Also ungefähr bei mir ist es 5. Und
Dann lassen wir das 10-15 Minuten einmal schön durchdämpfen. Nun haben wir hier die Knödel und ich habe eine Vanillesoße dazu gemacht. Das hier ist ein extra Video, habe ich parallel dazu gedreht. Wird wahrscheinlich am selben Tag hochgeladen oder eine Woche vorher oder so. Mega, mega lecker. Ihr könnt natürlich auch, hier habe ich noch Mohn, gemahlenen Mohn, dazu nehmen. Und dann habe ich jetzt hier die Knödel und ihr seht, was passiert ist. Solltet ihr, wenn ihr das hier in der Mitte macht, platzt es ein bisschen auf und die Kamera schon wieder beschlagen. Und dann gebt ihr euch jetzt einen tiefen Teller. Ich nehme jetzt ein Blau als Kontrastfarbe. Dann gebt ihr die schön auf den Teller. Kommt dann die leckere Vanillesoße oben drüber. Und dann einfach drauf drapieren, rüberlaufen lassen. Das hier ist meine weltbeste Vanillesoße. Könnt ihr gerne mal nachmachen. Schreibt es in die Kommentare. Postet mir ein Foto von euren Germknödeln. Auf Instagram zum Beispiel oder dann auf die Facebook-Pinnwand. So, das war's auch schon für die App gesehen. Dampfnudeln zu machen ist ganz einfach. Meiner Variante tue ich da Blaubeerkonfitüre rein. Könnt ihr gerne machen. Ansonsten klassisch Pflaumenmus. Ja, wenn ihr es mal nachgemacht habt, schreibt es in die Kommentare. Schickt mir ein Foto und Hashtag natürlich lecker. Ja, dann bin ich raus. Dann sehen wir es hoffentlich im nächsten Video wieder.